In dieser Übung geht es darum, sich daran zu erinnern, wie denn unser Bilden von Integralen funktioniert hat. In der ersten Aufgabe geht es um das Integral von x² nach dx. Wir betrachten unser x mit dem Exponenten. Wir erhöhen den Exponenten um 1. 2 plus 1 ist 3. Wir dividieren durch den neuen Exponenten. Durch 3 ist das gleiche wie mal 1 Drittel. Und wir addieren plus c, weil es unendlich viele mögliche Stammfunktionen bzw. unbestimmte Integrale gibt. Die nächste Aufgabe, das Integral 2 Drittel x hoch 3 nach dx. Wir können uns das erstmal auseinandernehmen. Wir packen die 2 Drittel davor, dann kommt das Integral von unserem x hoch 3 und nach dx. Ich fange an. Ich schreibe erstmal die 2 Drittel hier ganz normal davor, lasse ein bisschen Platz. Mein x, x hoch 3, ich erhöhe den Exponenten um 1, ist x hoch 4. Ich dividiere durch den Exponenten durch 4, ist das gleiche wie mal 1 Viertel. Mal 1 Viertel schreibe ich hier mit hin und hinten plus c, weil unendlich viele Stammfunktionen. Jetzt kann ich hier 2 Drittel mal 1 Viertel rechnen. Kann ich kürzen. Hier wird eine 1 draus, hier eine 2. Komme ich raus bei 1 Sechstel x hoch 4 plus c und das ist hier die Stammfunktion zu 2 Drittel x hoch 3. Das nächste Integral. 5 durch x² nach dx. Ich muss es erstmal in eine Form überführen, die in irgendeiner Weise ein Punkt, Punkt, Punkt x hoch irgendwas darstellt. Das wäre in dem Fall das Integral von 5x hoch minus 2 nach dx. Ich kann wieder die 5 einfach so davor schreiben, sodass ich mich nur um das x hoch irgendwas kümmern muss. X hoch minus 2. Der Exponent wird um 1 erhöht. Komme ich raus bei minus 1 und ich dividiere durch den Exponenten, also durch minus 1. Heißt einfach, ich habe hier noch ein Minus davor. Hier schreibe ich ein Mal hin. Und plus c, weil unendlich viele Funktionen. Jetzt wandle ich das x hoch minus 1 wieder um und komme raus bei 5 durch x plus c. Die letzte Aufgabe. Das Integral 3 mal Wurzel x nach dx. Ich kann meine 3 wieder vorm Integral stehen lassen. Meine Wurzel x wandle ich um in x hoch 1/2 nach dx. Ich erhöhe den Exponenten von x wieder um 1. 1/2 plus 1 sind wir bei 3/2. Ich dividiere durch den neuen Exponenten. Durch 3/2 ist das gleiche wie mal 2 Drittel. Und plus c nicht vergessen. Ich rechne aus, 3 mal 2 Drittel. Hier steht im Endeffekt 3 Eintel. Deswegen kann ich das hier kürzen. Und komme raus bei 2 mal x hoch 3/2 plus c. Und schreibe jetzt noch das x hoch 3/2 um zu Wurzel x hoch 3 plus c und habe damit das unbestimmte Integral gefunden.